Induktionsheizpistolensatz hier ist perfekt, um festgerostete Verschraubungen zu lösen, um geklebte Verbindungen zu lösen. Und was alles im Satz enthalten ist, schauen wir uns jetzt mal an. Im Koffer befinden sich dann das Grundgerät mit 1000 Watt und einer Zuleitung von einer Länge von 1,70 Meter. Dann die Spulen in den Durchmessern 30, 40 und 50 mm sowie eine flexibel einstellbare Spule und eine Spule mit Durchmesser 56 mm zur Oberflächenerwärmung. In der Bedienung ist das Gerät super simpel, und zwar wähle ich mir die entsprechende Spule vom Durchmesser her für meinen entsprechenden Bolzen, für die Verschraubung, die ich gerne lösen möchte. Als Beispiel habe ich jetzt hier mal eine ganz normale Schraube, einfach um die Erwärmung mal darzustellen. Die Spule wird dann mit dem Gerät verbunden, wird eingesetzt. Das Gerät ist sehr leicht, sehr handlich. Sollte ich doch mal etwas mehr Platz benötigen, ist es möglich, auch die Spulen dementsprechend abzuknicken, je nachdem für die Position, wo ich dran muss. Und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar einfach über den Betätigungsschalter das Gerät einschalten und den Bolzen erwärmen. Innerhalb weniger Sekunden wird der Bolzen derart stark erhitzt, dass er eine Temperatur von 790 Grad rotglühend erreichen. Ja, wie ihr seht, ist das eine schnelle und einfache Methode, um punktuell Bauteile zu erwärmen. Das ist perfekt für Verschraubungen, egal jetzt ob im Krümmerbereich zum Beispiel, ob Lambda-Sonden oder dann halt auch mit der offenen Variante zum Beispiel Spurstangen zu erwärmen, um sie wieder gangbar zu machen. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, um hiermit punktuell und zielgenau Bauteile zu erwärmen.